los geht's. Heute hier mit dem nächsten Highlight von Huawei, dem Huawei P50 Pocket. Die nächste Stufe der Evolution im Bereich der Klapphandys, Falthandys, Foldables. Diesmal aber mit einem anderen Konzept, nämlich nicht ein Smartphone in normaler Größe, was sich durch Aufklappen vergrößern lässt in die Richtung eines Tablets, sondern klein und kompakt hier in nettem, schillerndem Gold mit tollem, edlem Design. Wenn wir das Ganze einmal aufklappen, dann haben wir eben die gängigen Handymaße, die wir auch sonst von unserem normalen Smartphone kennen. Das Huawei P50 Pocket hat ein 21:9 Display mit 6,9 Zoll Größe. Das Display liest in Full HD Plus auf. Wir haben eine Bildwiederholfrequenz von maximal 120 Hertz. Und ein 300 Hertz Touch-Sampling, also sehr berührungsempfindliches Display. Angetrieben wird das P50 Pocket von einem Snapdragon 888. Allerdings mit der Einschränkung, ihr kennt die Probleme mit den US-Handelsbeschränkungen, nur mit 4G-Modem. 5G sind hier bei diesem Modell leider nicht möglich. Als Betriebssystem kommt zum Einsatz nicht das lange angekündigte und immer wieder gewünschte Harmony OS, aber EMUI 12, das heißt die aktuellste Version von Huaweis Betriebssystem. Was mit Harmony OS ist, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ansonsten haben wir auch hier ein tolles Kamerasetup, trotz der kompakten Größe. Wir haben eine 40 Megapixel True Chrome Kamera, wir haben eine 13 Megapixel Ultraweitkamera und eine 32 Megapixel Ultra Spektrum Kamera. Dazu kommt auf der Front eine Selfie Kamera, die mit 10,7 Megapixel auflöst und eben Weitwinkel hat. Auch ansonsten unterscheidet sich das Huawei P50 trotz seiner Kompaktheit nicht von einem normalen Smartphone. Das heißt, ihr habt alle gängigen Sensoren, ihr habt die Verfügbarkeit für alle Netze, ihr habt Dual-SIM und auch Bluetooth-Verbindungen, WLAN-Verbindungen, all das, was gang und gäbe ist. Das wirklich Besondere ist eben das kompakte, das Klappen, zum einen die Möglichkeit, wirklich sehr platzsparend, sehr komfortabel das Gerät mitzunehmen, ohne aber faktisch auf irgendetwas zu verzichten. Wir haben eine tolle Kamera, wir haben ein großes Display und was wirklich besonders schön gelungen ist, ist auch hier wieder beim Klappmechanismus, das Ganze schließt absolut bündig und ohne irgendeinen Zwischenraum ab. Ihr könnt es hier wirklich sehr gut sehen, da passt nichts mehr dazwischen. Vielleicht ein ganz dünnes Blatt Papier, aber das war's auch. Ansonsten habe ich auch hier wirklich, wenn ich das Ganze öffne, diesen leichten Hafteffekt, der bei Displays entsteht, wo man das Gefühl hat, dass die so leicht zusammenkleben. Auch an der Unterseite ist der Klappmechanismus hier durch die schöne Kante absolut geschützt. Also wenn ihr das Ganze im kompakten Format, so wie auch beabsichtigt, in die Hosentasche steckt, dann müsst ihr hier keine Sorge haben, dass eben dieser Klappmechanismus irgendwie zu Schaden kommt. Wenn wir das Ganze dann aufklappen, dann sehen wir ein sehr glattes Display, was ich wirklich hervorragend bedienen lässt. Ich hatte schon gesagt, 300 Hertz Touch-Sampling. Es sind hier keine Einschränkungen. Natürlich spürt man, wenn man hier drüber fährt mit dem Finger, auch hier die Kante. Sobald das Display aber aktiviert ist, ist diese Falz, diese Kante kaum sichtbar. Also optische Einschränkungen müsst ihr hier nicht befürchten, auch nicht, wenn ihr auf dem Gerät Videos oder Ähnliches anschaut. Für mich ganz klar,
Ein weiteres Highlight im Bereich der Foldables, die ich jetzt schon seit dem ersten Prototypen vom Mate X über das Mate XS und im letzten Sommer das X2 begleite. Und ich bin gespannt, wie sich das Gerät im Alltag dann wirklich bewähren wird. Solltet ihr Fragen zum Gerät haben, dann schreibt mir die in die Kommentare, schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich und sage bis bald, euer Marco.